tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. Die heutige Folge ist mal ein wenig anders, da ich heute mal eine kleine Exkursion in den Doppelkampf machen werde. Ich möchte aber auch gleich mal vorweg sagen, dass ich vom Doppelkampf nur wenig Praxiserfahrung habe, da ich normalerweise nur Einzelkämpfe spiele. Aber dennoch möchte ich heute mal zwei Pokémon vorstellen, die im Doppelkampf wunderbar nebeneinander stehen können, nämlich Pikachu und Raichu. Ich fange mal mit Pikachu an. Pikachu ist die Weiterentwicklung von Pichu und die Vorstufe von Raichu und hat wie diese einen Mono-Elektro-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Boden, eine Resistenz gegen Stahl und Flug sowie eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Elektroattacken gibt. Wer Pikachus Basiswerte das erste Mal sieht, fragt sich, wie man sowas überhaupt spielen kann, da mit Ausnahme der Initiative keine brauchbaren Werte vorliegen. Allerdings hat Pikachu ein Item, welches es spielbar macht, den Kugelblitz. Dieser verdoppelt seinen Angriff und seinen Spezialangriff. Er wirkt allerdings nur, wenn Pikachu ihn trägt. Mit einem hastigen Wesen und allen EV und Spezialangriff in Initiative hat man zumindest einen potenten Sweeper. Die letzten 4 EV steckt man einfach in den Angriff. Ein hastiges Wesen wird hier übrigens über Scheu bevorzugt, weil Pikachus Angriff auch ohne EV noch in einem brauchbaren Bereich liegt und außerdem so wenig aushält, dass die 12 Punkte Verteidigung auch schon nichts mehr ausmachen. Als Fähigkeit nutzt man Blitzfänger, um Pikachu immun gegen Elektroattacken zu machen und seinen Spezialangriff zu boosten, wenn er von einer getroffen wird. Im Moveset benutze ich für Pikachu Ladungsstoß, Strauchler, Abschlag und Schutzschild. Zu Ladungsstoß will ich nachher bei Raichu noch mehr sagen. Strauchler trifft Boden-Pokémon hart, vor allem weil diese ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringen. Abschlag kann genutzt werden, um gegnerische Items zu entfernen und nebenbei auch noch ordentlich Schaden zu machen. Schutzschild wird im Doppelkampf vor allem genutzt, weil Pikachu gerne mal ins Fokus genommen wird. Als nächstes kommen wir zu Raichu. Raichu ist Pikachus Weiterentwicklung und hat ebenfalls einen Mono-Elektro-Typ. Im Gegensatz zu Pikachu hat Raichu zwar wesentlich bessere Basiswerte, hat dafür allerdings keinen Kugelblitz. Insgesamt ist Raichu aber nochmal ein gutes Stück schneller als Pikachu und hat zumindest auf der speziellen Seite ein wenig Bulk. Raichus EV verteilt man ebenfalls voll in Spezialangriff und Initiative. Die letzten 4 Punkte hier allerdings in die KP. Bei Raichu nutzen wir keine physischen Angriffe, also können wir auch ein scheues Wesen nutzen. Als Fähigkeit nutzen wir wieder den Blitzfänger. Das Moveset ist genau wie bei Pikachu, nur dass statt Abschlag Ampelleuchte benutzt wird, damit man auch etwas gegen Pflanzen-Pokémon ausrichten kann. Als Item für Raichu nimmt man entweder einen Luftballon, einen Magnet oder einen Lebenorb. Nun aber zur Spielweise der beiden. Im Doppelkampf solltet ihr dafür sorgen, dass die beiden nebeneinander stehen. Es wäre also schlau, die mit den beiden zu leaden. Sowohl Pikachu als auch Raichu sind relativ schnell und sofern euer Gegner nichts hat, was schneller als Pikachu ist, könnt ihr damit anfangen, mit den beiden erstmal Ladungsstoß zu benutzen. Raichu wird zuerst angreifen, da er schneller ist. Er trifft beide Gegner, sofern keine eine Elektroresistenz hat und Pikachu wird ebenfalls von Ladungsstoß getroffen und erhält dank Blitzfinger einen Boost auf Spezialangriff. Pikachu wiederholt das Ganze, trifft die Gegner nun enorm hart, da er jetzt satte 597 Spezialangriff hat und boostet nebenbei Raichu durch den Blitzfänger. Wenn euer Gegner keine Boden-Pokémon auf dem Feld hat, sind beide Gegner jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit besiegt und wenn irgendwas überlebt hat, so ist es mit 51%iger Wahrscheinlichkeit durch einen der beiden Ladungsstöße paralysiert. In der nächsten Runde lässt sich der Ladungsstoßtrick mit noch mehr Stärke wiederholen. Wenn euer Gegner Pflanzen-Pokémon reinschickt, dann nutzt Raichus Ampelleuchte und Boden-Pokémon lassen sich mit einem geboosteten Strauchler auch leicht aus dem Weg räumen. Wenn euer Gegner ein Pokémon reinschickt, das schneller als Pikachu ist und ihr es mit Raichu nicht sicher one-hitten könnt, so nutzt Pikachu Schutzschild, da euer Gegner immer erst Pikachu aus dem Weg räumen will, weil Pikachu auch mehr Schaden macht. Nutzt die Runde und schwächt den Gegner mit Raichu, um ihn in der nächsten Runde dann rauszunehmen. Hat euer Gegner ein Pokémon, welches sowohl schneller als Pikachu als auch Raichu ist, dann müsst ihr ebenfalls mit Schutzschild arbeiten. Wenn ihr euren Gegner gut predicten könnt, könnt ihr mit den beiden mehr Schaden anrichten, als es eurem Gegner lieb ist. Als Teamoption für die beiden eignet sich am besten ein offensives Aquana und ein offensives Lapras für den Fall, dass euer Gegner zu viele Boden-Pokémon dabei hat. Ansonsten war's das aber erstmal mit Pikachu und Raichu und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.